Herzlich willkommen zur Besprechung der Altklausur FD 2014. Vom Prinzip wird Ihre Klausur ähnlich aufgebaut sein. Es werden ebenfalls 4 Aufgaben sein. Vielleicht noch zu den Hinweisen. Ich würde Sie bitten, in der Prüfung die Lösung direkt in den reservierten Platz zu schreiben. Wenn der Platz nicht reicht, haben Sie notfalls noch den Prüfungsbogen. Sie brauchen, wenn Prototypen angegeben sind, diese nicht noch einmal abschreiben. Ebenso wenig brauchen Sie Include-Dateien einbinden. Noch der Hinweis, dass die Anzahl der Punkte eben keine Auskunft über die Anzahl und Umfang der Antworten gibt. Für die Prüfungsvorbereitung würde ich empfehlen, dass Sie eine Altklausur ausdrucken und in Papierform lösen. Danach können Sie Ihre Lösung mit der Virtual-C-IDE verifizieren, schauen, ob das funktioniert, was Sie sich in der Prüfungssituation ausgedacht haben. Sie müssen in der Prüfung auch handschriftliche Lösungen abgeben. Sie haben keinen Computer in der Prüfung zur Verfügung, der Sie unterstützt. Ich werde in der Prüfung auch nicht so sehr auf Syntax achten, wie das jetzt ein Compiler tun würde. Mir geht es in erster Linie um das Verständnis, eine adäquate Lösung für die Aufgabe zu finden. Zu Aufgabe 1, allgemeine Fragen. In Teilaufgabe A nennen Sie die Ganzzahlentypen in C. Das ist ganz einfach. Wir haben char, short, int und long. Sie könnten natürlich noch long, long ebenso nennen. Der mir wichtige Punkt war hier Character. Character ist ein Ganzzahlentyp und nicht wie in Java reserviert für die Zeichenbearbeitung. In Teilaufgabe B, welcher Wert steht nach folgender Initialisierung in G? Double G ist gleich 4 durch 14. Lassen Sie sich nicht verwirren. Auf der linken Seite steht Double. Auf der rechten Seite ist eine reine Ganzzahlendivision. Das heißt, wie oft geht 4 in 14? 0 mal. Das heißt, G ist 0. Also der Typ G ist Double und der Integerwert 0 wurde als Double-Wert übernommen. In Teilaufgabe C sollen wir die Variablendefinition eines Feldes der Größe 3 mit Zeigern auf vorzeichenlose Long-Zahlen angeben. Also ich nenne die Variable einfach mal V, ein Feld der Größe 3. Enthalten sind im Feld Zeiger und unsigned vorzeichenlose Long-Zeiger. Sie erinnern sich, wir lesen den Typ der Variable vom Namen. V ist die Variable, die eckige Klammer bindet zuerst, also ist V ein Feld der Größe 3 mit Zeigern auf Long-Long. Vorzeichenlos unsigned. Geben Sie beispielhaft 2 Operatoren an, welche Sie mit Strukturen anwenden können. 2 Operatoren für Strukturen. Mir fällt als erstes das ist gleich ein. Ich kann eine Struktur einer anderen zuweisen. Also 2 Variablen gleicher Strukturtyps können zugewiesen werden. Ich kann mit dem Punktoperator auf die Elemente einer Struktur zugreifen. Ich kann mit dem Kaufmanns- und Operator die Adresse einer Struktur abfragen. Und zuletzt noch sizeOf. Mit sizeOf kann ich die Größe abfragen. Und wir können noch in Klammern den Pfeiloperator verwenden. Den hätten Sie natürlich auch angeben können. Auf eine dynamisch erzeugte Struktur kann ich mit dem Pfeiloperator zugreifen. In Teilaufgabe E werden 3 Variablen vom Typ T-Komplex mit TypeDestruct Double Re-Im T-Komplex wie folgt angelegt. Geben Sie, sofern möglich, den Wert von Re und Im jeweils an. Geben Sie auch an, falls ein Wert nicht definiert ist. Ich kopiere mir das einfach mal aus der Angabe heraus. Ich
Teilaufgabe E. A ist initialisiert mit 4, nachdem in der Struktur als erstes der Realteil kommt, wird also der Realteil mit 4,0 initialisiert und der Imaginärteil wird klassisch einfach mit 0 aufgefüllt. Die zweite Definition war, A2 als Zeiger ist gleich Null. Was ist der Realteil, was ist der Imaginärteil? Nun, sie sind beide natürlich nicht definiert. Ich kann auf A2 dann Pfeiloperator Re oder eben nicht zugreifen. Und die dritte Variante, hier ist unser Realteil nicht angegeben, der Imaginärteil explizit auf 14 gesetzt. Das heißt, wir haben hier die 14.0 drin stehen und der Realteil wird natürlich mit 0 vorinitialisiert. In Teilaufgabe F sollen wir zwei Anwendungsfälle für die Break-Anweisung angeben. Einmal Break verlassen einer Schleife. Wir haben als zweites, Sie erinnern sich an Switch Case, wir möchten einen Case verlassen, also verlassen oder abschließen eines Case. In Teilaufgabe G wird gefragt, welche zwei Möglichkeiten gibt es in C, eine String-Variable zu definieren. Sie erinnern sich an das Kapitel Strings und Variablen. Wir haben ganz kurz geschrieben, einfach mal den Character Pointer und wir haben das Feld Character Feld. Also mir genügt es bei den Antworten, wenn Sie kurz und knapp antworten. Ist natürlich genauso erlaubt, wenn Sie Pointer und Feld schreiben oder Array, Pointer, Zeiger, Feld. Sie können es natürlich auch gerne ausformulieren. Ja, und in der letzten Frage H, da habe ich in manchen Klausuren gelesen, Punkt C und Punkt H Dateien. Es geht bei der Frage nicht darum, welche Dateien ein C-Compiler unterstützt, sondern welche Dateien von der Programmiersprache C unterstützt werden. Und das ist natürlich die Textdatei und die Binärdatei. Okay. Kommen wir zu Aufgabe 2. In Aufgabe 2 heißt es, Sie sollen die Funktion calc-minodd schreiben. Diese berechnet den Mittelwert ganzzahliger ungerader Werte, die in einem Feld übergeben werden. Der Mittelwert wird als ganze Zahl mit Faktor 100 berechnet. Die Zahl 100 entspricht folglich der Zahl 1.00. Beachten Sie, dass Gleitkomma-Arithmetik nicht erlaubt ist. In Teilaufgabe A sollen Sie die Funktion calc-minodd deklarieren. Die Funktion bekommt als Eingabeparameter ein Integerfeld sowie die Anzahl der Feldelemente. Der Mittelwert wird mit Hilfe eines Ausgabeparameters an die aufrufende Funktion übergeben. Die Funktion gibt einen boolschen Wert zurück, der anzeigt, ob die Mittelwertbildung erfolgreich war. Ich empfehle in der Prüfung immer, dass Sie die Aufgabe erst im Ganzen durchlesen, bevor Sie die einzelnen Teilaufgaben bearbeiten. Wenn Sie hier bei Aufgabe B weiterlesen, werden Sie feststellen, dass in Teilaufgabe B die Funktion definiert werden soll. Mir geht es hier um die Frage, was ist eine Deklaration, was ist eine Definition. Die Deklaration ist der Funktionskopf, der mit einem Strichpunkt abgeschlossen wird, also nur das Bekanntmachen der Existenz einer Funktion. Geben also nur die Signatur der Funktion an und noch nicht die Semantik der Funktion. Sie werden das auch in der Klausur sehen. Es ist bei der Aufgabe nicht genügend Platz, dass man die ganze Definition hinschreibt, auch wenn ich leider immer wieder bei dieser Teilaufgabe sehe, dass Studierende die komplette Aufgabe hinschreiben, das dann unten in kleinster Schrift noch auf den Platz hinpressen und auf der nächsten Seite fällt Ihnen dann auf, dass Sie die Lösung schon auf der Seite davor abgegeben haben. Falls Ihnen das passiert, dann schreiben Sie doch die Deklaration an der
Stelle der Definition und markieren das mit Pfeilen, dass die Aufgaben getauscht werden sollen. Also zur Deklaration. Der Rückgabewert ist ein boolscher Wert. Da können wir entweder den C11 bool type verwenden oder natürlich klassischen C einfach Integer. Integer, dann kommt der Name der Funktion calc mean odd und die Parameter. Die Parameter sind ein Integer-Feld, also int, ich nenne es mal Feld. Die Größe ist ja unbekannt. Die Anzahl der Feldelemente, also Integer-Anzahl, abgekürzt ANZ. Der Mittelwert wird mit Hilfe eines Ausgabeparameters an die aufrufende Funktion übergeben. Das heißt, wir brauchen einen Ausgabeparameter, einen Zeiger. Ich kürze mal ab MW. Die Funktion gibt den boolschen Wert zurück, den haben wir schon. Das heißt, damit ist die Signatur abgeschlossen und damit daraus eine Deklaration wird, schließen wir das Ganze noch mit Strichpunkt ab. In Teilaufgabe B sollen wir die Funktion definieren. Definieren Sie die Funktion calc mean odd gemäß Ihrer Deklaration aus A. Sie berechnen den Mittelwert der ungeraden Zahlen. Für ein Feld mit den Werten beispielsweise 1, 2, 3 und minus 4 ergibt sich als Ergebnis beispielsweise 200, weil nur die ungeraden Zahlen, also 1 und 3, gezählt werden. Sofern keine ungeraden Werte im Feld vorhanden sind oder ein Null-Zeiger übergeben wird, gibt Ihre Funktion einen entsprechenden boolschen Wert für false zurück. Wir haben den Funktionskopf ja bereits geschrieben, das heißt, wir schreiben nicht für Teilaufgabe B diesen nochmal ab. Wir gehen einfach mit dem Kopf der Funktion aus und machen einfach eine Definition. Sie brauchen in der Klausur auch nicht die geschweiften Klammern für den Start des Anweisungsblocks hinschreiben. Ich füge den jetzt mal mit ein. Mir langt es, wenn Sie quasi den Programmtext der Funktion jetzt im Anschluss einfach niederschreiben. Es macht immer Sinn, die Fehlerbedingungen am Anfang gleich abzufangen. Sofern keine ungeraden Werte im Feld vorhanden sind oder ein Nullzeiger übergeben wird, gibt Ihre Funktion entsprechenden Wert für false zurück. Wir wissen noch nicht, wie viele ungerade Werte im Feld sind. Wir können aber schon mal die Zeiger abprüfen. Das heißt, false mw gleich null oder, Achtung, Feld kann auch null sein. Feld gleich null, return 0, wir geben false zurück. So, für die Mittelwertberechnung brauchen wir einen Zähler. Zähler für die ungeraden Zahlen, also ich nenne es mal count, ist gleich 0. Wir brauchen ebenso eine Summe. Summe ist gleich 0. Und wir können jetzt erstmal einfach durch das Feld laufen, also for und i ist gleich 0, i kleine Anzahl, i plus plus. Falls unser Feld bei Index i ungerade ist, also if Feld Index i, hier können wir auf ungerade prüfen. Ganz einfach, wenn wir durch 2 dividieren und der Rest ist 1, dann ist das ungerade, das heißt modulo 2 ist gleich 1. Dann haben wir einen ungeraden Eintrag im Feld. Den können wir aufsummieren, also Summe Feldindex i wird unsere ungerade Zahl aufaddiert. Und wir müssen noch unseren Zähler hochzählen. Wir haben ein ungerades Element gefunden, count plus plus. So, und jetzt können wir natürlich den zweiten Teil abprüfen, der Bedingung, falls eben keine ungeraden Werte im Feld, dann müssen wir auch mit false rausgehen. Also wenn die Anzahl count nach wie vor 0 ist, machen wir ein return false. Damit fangen wir natürlich auch eine Division durch 0 ab. Wir schreiben jetzt in unseren Ausgabeparameter Stern MW, also Ausgabe des Mittelwerts. Stern MW ist die Summe. Ich multipliziere mal 100 und dividiere durch Count. Sie erinnern sich, die Integer-Division zerstört Informationen. Das heißt, wir erweitern den Zahlenraum um 100, damit wir später auf
zwei Nachkommastellen ausgeben können. So, damit haben wir auch den Mittelwert ausgegeben. Es langt jetzt noch zurückzugeben, dass das Ganze erfolgreich war. Return 1. So, damit haben wir unsere Berechnung Kalkminort durchgeführt. In Teilaufgabe C. In Teilaufgabe C sollen wir jetzt die nachfolgende Main-Funktion ergänzen. Wir sollen die Funktion aus Teilaufgabe A testweise mit einem Compound-Literal mit mindestens drei Elementen aufrufen und bei erfolgreicher Mittelwertbildung den Mittelwert mit Hilfe von printf auf zwei Nachkommastellen ohne Runden ausgeben. Also Teilaufgabe C. Mein int main. Ich schiebe das jetzt mal hoch. Was brauchen wir? Wir brauchen eine Variable, die den Mittelwert aufnimmt. Ich nenne sie jetzt auch mal mw. Wir sollen die Funktion aufrufen mit einem Compound Literal, also Kalk min ot. Erster Parameter war das Feld. Das Compound Literal bedeutet, ich gebe eine Initialisierung an. Davor schreibe ich den Typ in Klammern, also ein Integer Array, int, gehe Klammer auf, Klammer zu. Jetzt kommt unsere Initialisierung. Ich nehme das Beispiel 1, 2, 3. Wir sollen mindestens drei Elemente. Das wären jetzt mal 3. Der zweite Parameter ist die Anzahl, drei Elemente. Der dritte Parameter ist unser Ausgabeparameter, also Kaufmanns und MW. Ich möchte, dass die Funktion in MW hineinschreibt. Und jetzt müssen wir nur noch ausgeben auf zwei Stellen nach dem Komma. Printf. %d, die erste Stelle, und .02d. Sie erinnern sich, wir geben auf zwei Nachkommastellen mit führenden Nullen aus, um eben aus 0,05 nicht 0,5 zu machen. Das erfolgt dann einmal für MW geteilt durch 100 und einmal MW modulo 100. Und könnten wir noch Return 0 schreiben. Und das kleine Hauptprogramm ist fertig. Wichtig bei Teilaufgabe C ist jetzt, dass auch wenn Sie Teilaufgabe B nicht beendet haben oder fehlerhaft beendet haben, ist natürlich C unabhängig von B. C ist nur abhängig von A, das heißt, wenn Sie den Prototypen angegeben haben, dann können Sie in Teilaufgabe C den Prototypen auch verwenden. So, kommen wir zu Aufgabe 3. In Aufgabe 3 geht es um die Korrektur der alten zur neuen Rechtschreibung. Sie sollen in Teilaufgabe A eine einfache Prozedur schreiben, die jedes Auftreten von ph oder klein ph in einem String in ein großes bzw. kleines f konvertiert, wie zum Beispiel bei Foto zu Foto oder Delfin zu Delfin. Beachten Sie, dass die Prozedur den übergebenen String unmittelbar konvertiert. Der Parameter Text ist sowohl Ein- als auch Ausgabeparameter und verwenden Sie nachfolgenden Prototypen, also replace ph als Prozedur. Schreibt das mal kurz ab. Wie gesagt, in der Klausur müssen Sie das nicht abschreiben. Replace ph-Charakter Stern Text. Machen wir uns das wieder mal gedanklich erstmal vor, was passiert. Ich nehme mal das Beispiel Delfin. Schreibe mal drunter Delfin. Wir sollen das ph in ein f verändern. Wir sehen sofort, der Ausgabestring ist kürzer als der Eingabestring. Wir können dann noch als Beispiel das Foto dahinter schreiben. Dann sieht man das noch deutlicher. Also jedes Ersetzen von einem ph durch ein f bedeutet, dass der Ausgabestring ein Zeichen kürzer wird. Das ist eigentlich die wichtige Aussage, denn das bedeutet, dass wir natürlich keinen Buffer benötigen. Wir können direkt in den String das Ergebnis reinschreiben. Wir lesen ja von weiter hinten,
und verändern den String weiter vorne. Das heißt, wenn wir das erste PH durch ein F ersetzt haben, dann läuft das Lesen des Strings und das Verändern des Strings auseinander. Aber das Verändern überholt nicht das Lesen. Das heißt, wir können getrost von hinten lesen und vorne verändern. Ich merke mir also zwei Laufvariablen, eine fürs Schreiben, ich nenne die jetzt mal J, ist gleich 0, und eine brauchen wir, wenn wir den String durchlaufen, das mache ich gleich in der Vorschleife, also forInt i ist gleich 0. Wir haben das ja gelernt, bei Strings prüfen wir auf die Nullterminierung, solange Text bei i ungleich der 0. Und wir zählen das i einfach hoch. So, das ist jetzt das Durchlaufen des Strings. Und als zweites müssen wir natürlich noch den String beschreiben. Jetzt schauen wir erstmal, ob wir was ändern müssen. Also das Einfache wäre natürlich, wir geben einfach aus, wie der String gerade ist. Also Textindex j gleich Textindex i. Jetzt schauen wir aber erstmal, ob wir eingreifen müssen. Das heißt, wenn unser Text bei Index i, wenn es ein kleines p ist oder Text bei Index i ein großes p ist, und gleichzeitig gilt noch die Voraussetzung, dass danach ein kleines h kommt. Also danach haben wir ein kleines h. So, dann müssen wir ersetzen. Das heißt, wir schreiben bei Text unserem zweiten Index j, schreiben wir das Text bei Index i. Und ich möchte jetzt aus einem p ein f machen. Das kann ich ganz einfach in c machen, ohne umrechnen zu müssen. Das heißt, ich ziehe einfach das p minus das f ab. Ziehe also die Differenz vom p zum f ab. Das hat den Vorteil, dass sowohl ein großes als auch ein kleines p jetzt umgerechnet wird. Habe ich ein kleines p, dann ziehe ich die Differenz zwischen p und f ab. Das ist ja eine Konstante. Habe ich ein großes p, ziehe ich die Differenz von p und f ab. Das heißt, ich bekomme automatisch ein großes oder ein kleines p an der Stelle, je nachdem, was vorher im Text bei Index i drin war. Wir brauchen allerdings hier einen Anweisungsblock. Wir müssen nämlich das i hochzählen. Wir überspringen das kleine h. So, und sind damit jetzt mal fertig mit dem Ersetzen. Falls das nicht der Fall ist, also nicht ein ph gefunden wird, dann sagen wir einfach, dass Index j gleich Text Index i. Das heißt, wir schreiben einfach von Text Index i in Text Index j. Am Anfang, man sieht das ganz schön bei dem Beispiel oben Delfin und Delfin. Am Anfang ist es sicher erstmal gleich bis zum ersten ph. Das heißt, i und j müssen gleich gezählt werden. Nach dem ph ändert sich das Ganze. Das heißt, was noch fehlt, ist hier einfach ein j. Ich muss das j noch hochzählen. Ich zähle also in jedem Schleifendurchgang das i und das j. Wenn ich ph ersetze, zähle ich das i noch eins höher. Das heißt, an der Stelle setze ich das i eins höher. Unser i läuft schneller dann als das j. So, jetzt bin ich mit der Ersetzung komplett fertig. Das heißt, wir haben unsere Vorschleife abgeschlossen. Jetzt schauen wir noch mal ganz kurz zurück. Wenn wir an unseren Textindex i denken, dann stehen wir mit unserem j jetzt genau an dieser Stelle. Wir schließen ja aus, dass wir die Nullterminierung betrachten. Das heißt, die Nullterminierung wird nicht berücksichtigt. Das würde jetzt bedeuten, wir hätten Delfin Foto ersetzt. Allerdings steht ja noch das Foto, also das TU von Foto drin. Das müssen wir natürlich verhindern.
Wir müssen die Zeichenkette kürzen. Deswegen müssen wir unbedingt bei Textindex J am Ende noch eine Nullterminierung reinschreiben. Damit sind wir fertig. In Teilaufgabe B müssen wir das Ganze wieder rückgängig machen. Das heißt, da wo ein einfaches scharfes S ist, kommt in der neuen Rechtschreibung ein Doppel-S, oder auch wo ein einfaches S steht, kommt ein Doppel-S. Das heißt, wir sollen eine Funktion schreiben, die ein Wort aus der alten Rechtschreibung durch ein Wort der neuen Rechtschreibung ersetzt, und zwar alle auftretenden Wörter in einer Zeichenkette. Das heißt, in der Aufgabenstellung, wir können davon ausgehen, dass alle Parameter immer gültige Zeiger sind und die Ersetzung auch in zusammengesetzten Wörtern zulässig ist. Das heißt, wir müssen nicht die Wörter separieren und wir müssen die Zeiger nicht auf Null prüfen. Und der Prototyp, der gegeben ist, ist Replace. Ich kopiere mir den mal schnell hier raus. Okay, wir legen los. Wir müssen erstmal herausfinden, ob das Wort in old enthalten ist. Das heißt, ich merke mir einen Zeiger, einen temporären Zeiger, ich nenne ihn temp, und rufe die Funktion stringString auf. Die haben wir ja bei den Strings schon kennengelernt, da haben wir mob durch gdp ersetzt. Das heißt, ist in src im Quellstring ein old enthalten? Wenn ja, dann gibt uns temp den Zeiger auf die entsprechende Position innerhalb von src. Wenn nein, dann ist temp null. Was wir auch machen sollten, auf die Nullterminierung achten. Also wir können nicht davon ausgehen, dass eine Funktion immer so aufgerufen wird, dass alles ideal ist. Also dest wird sicher nicht leer sein. Ich muss dest überschreiben. Ich werde also als erstes mal die Nullterminierung überschreiben. Also wie gerade eben, das letzte Element schreibe ich jetzt am Anfang gleich eine Nullterminierung rein. Das hat den Vorteil, ich kann die Funktion stringcat verwenden. Wenn ein String leer ist, dann kann ich da etwas anfügen. So, wir betrachten auch gleich mal den Fall, das Wort tritt nicht auf. Dann soll die Funktion trotzdem den Text aus Source in dest kopieren. Das heißt, ich nehme jetzt ein String cat, kopiere mir an mein dest src an. Und damit ist jetzt die Funktion für den Fall komplett, dass das Wort nicht auftritt. Für den Fall, dass das Wort auftritt, müssen wir das wiederholt ersetzen. Das heißt, solange ein temp existiert, wiederhole ich. Und als erstes füge ich mal den Text ein, der davor gestanden ist. Wenn wir also uns überlegen, als Beispiel ein Fass, fast voll, also nicht ganz korrektes Deutsch, aber man kann sich das ganz schön vorstellen. Ein Fass, das heißt, wenn wir das Wort Fass suchen und finden, dann wird natürlich vor dem Wort Fass das Ein stehen. Das heißt, wir müssen als erstes das Wort Ein kopieren. Wir machen das mit String ncat, fügen also das Wort nur über eine bestimmte Anzahl Buchstaben ein. Das ist unser dest, das Ziel, das ist unser src, die Quelle. Und die Länge, die wir einfügen, ist unser temp minus das src. Also unser temp zeigt hierhin, das src hier vorne, nehmen wir die Differenz, bleibt das ein übrig. Wir haben also das ein vorne hin gehängt. Wir können jetzt mit String cat ganz einfach das neue Wort anstelle von Fass hinkopieren, also das Fass mit 2s beispielsweise. So einfach String cat dest und unser new. Jetzt müssen wir das alte Wort
Fass überspringen. Also das ein haben wir kopiert. Wir stehen an der Stelle. Das ist unser Temp. Wir können also unser SRC auf Temp setzen. Allerdings möchten wir natürlich nach Fass, also wir möchten noch so weit weiterspringen. Folglich ganz einfach plus die Länge von unserem Wort old. Das heißt, hier war unser Temp, das ist jetzt unser neues SRC. Wir addieren noch die drei Buchstaben drauf, die Länge von Fass, und wir stehen jetzt an der Stelle. Im Folgenden müssen wir jetzt weiter suchen. Das heißt, es kommt hier nochmal das Fass. Also ist unser Temp jetzt wieder unser String von unserem SRC. Das ist ja weitergeführt. Wir suchen weiterhin nach dem Wort old. Das heißt, das Ganze wiederholt sich. Wir haben unser SRC, steht an der Stelle. Wir finden das Fass, das steht hier. Das heißt, das Leerzeichen wird mit String Encart durch die Differenz wieder reinkopiert. Das neue Wort Fass wird mit StringCat angefügt. SRC wird verschoben von dem Temp um natürlich hier das Fass. Das heißt, wir stehen jetzt an der Stelle. Das ist unser SRC, wie es am Ende bleibt. Das kopieren wir jetzt. Das hatte ich ja vorhin schon hier stehen. Das, also der Rest, den kopieren wir jetzt mit StringCat, fügen also hinten an Dest an und damit ist der String modifiziert. Jedes Auftreten von Fass ist ersetzt. Die Variante mit StringCat ist die einfachste Variante. Sie bietet vor allem die Sicherheit. StringCat oder StringEncat fügt immer eine Nullterminierung hinten an. Das heißt, wenn wir am Anfang den String Dest terminieren, dann können wir sicher sein, dass am Ende der String auch korrekt terminiert ist. Bei StringEncopy müssen wir darauf achten, dass die Nullterminierung nur angefügt wird, wenn die Nullterminierung innerhalb der N-Zeichen enthalten ist, also die Anzahl der Zeichen N größer ist, als der String tatsächlich lang ist, dann wird die Nullterminierung mitkopiert. Bei StringCopy wird natürlich auch immer eine Nullterminierung angefügt. Effizienter wäre sicher die Variante mit StringCopy, dann muss ich eben das Dest genauso weiterführen wie das SRC. Dann kann ich sehr viel effizienter arbeiten, weil ich nicht jedes Mal das Dest vom Beginn fürs Anfügen wieder durchlaufen muss. Okay, das war Aufgabe 3. So, zu Aufgabe 4. Zur Überprüfung der Arbeitszeiten von Ihren Mitarbeitern verwenden Sie ein Online-System, bei dem sich die Mitarbeiter mit Hilfe eines Webbrowsers zur Arbeit an- oder abmelden können. Auf dem Server wird täglich eine Logdatei erstellt, die jeweils für den Mitarbeiter zahlenweise entsprechende Einträge vermerkt, wie zum Beispiel, und da sehen wir jetzt die Kommen- und Gehenzeiten der Mitarbeiter. Sie sollen ein Programm schreiben, das die Logdatei einliest und für jeden Mitarbeiter die geleistete Arbeitszeit berechnet. Im Rahmen der Prüfung beschränken wir uns jedoch auf das Einlesen einer Datei und das Speichern der Daten in einer verketteten Liste. In Teilaufgabe A sollen Sie den Aufzählungstypen T-Status deklarieren, der die Werte Kommen und Gehen aufnehmen kann. Type def ein Aufzählungstyp enum Kommen, Gehen und T-Status. In Teilaufgabe B soll man den Datentyp T-Stamp deklarieren, der im Sinne einer unvollständigen Datenstruktur den Mitarbeiternamen als beliebig großes Charakterfeld aufnehmen kann. Zusätzlich wird der Status sowie die Zeit in Form von Stunden, Minuten jeweils vom Typ Int aufgenommen. Folglich repräsentiert die Datenstruktur eine Zeile in der Logdatei. Reservieren Sie auch ein Element als Nachfolger zur Realisierung einer einfach verketteten Liste. So, wir müssen ein bisschen aufpassen. Also erstmal, klar, es geht los mit Type def struct. Wir müssen die Liste benennen, sonst können wir keinen Nachfolger einführen. Also Type def struct list. Eine unvollständige Datenstruktur heißt, dass das unvollständige Element am Ende stehen muss.
Jetzt von der Reihenfolge müssen wir eben aufpassen. Das heißt als erstes der Name als Jarfeld. Das macht natürlich keinen Sinn. Der muss als letztes stehen. Als letztes steht die Nachfolger zur Realisierung der einfach verketteten Liste. Ich würde den jetzt einfach mal als erstes Element nehmen. Struct List Stern Next. Also ein Zeiger auf wieder eine Struktur mit Namen Liste. Wir sollen die Uhrzeit aufnehmen, also int. Ich kürze das mal ab, Hours und Minutes, also H und M. Den Status, T-Status, ich nenne es Status. Wir haben ja einen neuen Typ eingeführt. T-Status ist genauso zu verwenden wie der Standardtyp int beispielsweise. Wir müssen allerdings natürlich der Variable einen Namen geben. Und jetzt bleibt übrig unser letztes Element, das ist unser offenes Feld, also Name, nur mit der Größe 1, damit wir die Nullterminierung in der Struktur haben. Und jetzt kommt zuletzt der Name tStamp. Okay, in Teilaufgabe C sollen wir den Listenkopf Head der verketteten Liste als globale Variable definieren und die Liste so initialisieren, dass sie zu Beginn leer ist, also C. Die Liste ist ja tStamp als Zeiger. Der Head ist null, damit ist die Liste initial leer. In Teilaufgabe D sollen wir eine Funktion addElement schreiben. Welche ein Element vom Typ tStampPoint der Liste hinzufügt. Die Sortierung der Liste ist dabei unerheblich, da später lediglich die Differenz zwischen Gehen und Kommen berechnet wird. Wahrscheinlich ist es einfacher, wenn man erst das Gehen in der Liste hat und danach das Kommen. Das heißt, wenn die Liste verkehrt herum aufgebaut ist, ist es wahrscheinlich für die Berechnung später einfacher. Das heißt, die Funktion addElement, eigentlich kann es eine Prozedur sein, fügt ja ein Element in eine globale Variable ein, also addElement tStamp. Unser Pointer, unser Element, ich nenne es neu. Wir setzen den Nachfolger neu next auf unseren Head und setzen den Head auf unser neu. Damit fügen wir ganz vorne in der Liste ein. Das erklärt auch die Anzahl der Punkte. Wenn Sie nämlich die Liste durchlaufen und am Ende einfügen, müssen Sie natürlich sehr viel mehr hier hinschreiben. In den folgenden Teilaufgaben E bis I wird die Funktion ReadRow realisiert, welche die Daten einer Zeile in ein Listenelement vom Typ tStampPointer lädt. Teilaufgabe E. Geben Sie die notwendigen Anweisungen an, um den Namen eines Mitarbeiters, Vorname und mit Leerzeichen getrennt, Nachname, aus der Dateifile einzulesen. Sie können davon ausgehen, dass die Datei bereits zum Lesen geöffnet ist und der Name 48 Zeichen nicht überschreitet. Also ich kopiere mir das. Es sieht für mich schöner aus, wenn das wirklich in der Funktion passiert. Wie gesagt, Sie brauchen das nicht abschreiben. ReadRow, wir brauchen einen Namen, den wir einlesen sollen, also Charakter, Name und 48 Zeichen. Zum Einlesen bietet sich fscanf an. fscanf, als erstes kommt unser File, die Datei, dann unser Prozent 47s. Jetzt müssen wir noch aufpassen, wir lesen mit %s ihr Leerzeichen nicht ein. Das heißt, wir müssen hier eine Menge angeben und wir können das entweder über die Buchstabenmenge, die Positivmenge, also a bis z, a bis z und ein Leerzeichen beispielsweise lösen, würde quasi erlauben, lateinische Buchstaben plus Leerzeichen. Alternativ, so wenn ich mir die Datei nochmal anschaue, passt das ganz gut, wenn wir sagen, es ist alles erlaubt außer dem Komma. Da haben wir quasi das Leerzeichen automatisch inbegriffen. Und wir können gleich das Komma noch weglesen, indem wir das hinten angeben. Dann lesen wir den Namen 47s, weil wir
48 Zeichen reserviert haben, also Komma Name und lesen danach noch das Komma weg, dann ist das Komma jetzt auch entfernt. In Teilaufgabe F sollen wir einen lokalen Zeiger Stamp vom Typ T-Stamp anlegen und so viel Speicher entsprechend der erforderlichen Strukturgröße eben anlegen. Also T-Stamp Pointer Stamp ist gleich, ich verwende mal malloc. Wir allokieren so viel Speicher wie die Strukturgröße size of die Stamp plus die Länge des Strings. Dann haben wir genügend Speicher auch für die unvollständige Datenstruktur angefordert. In Teilaufgabe G sollen wir die Anweisungen angeben, um die Zeichenfolge gehen oder kommen aus der Dateifile auszuwerten. Speichern Sie den Status in Ihrer lokalen Zeigervariable. Da gibt es viele Varianten. Eine Variante wäre natürlich jetzt, wir könnten gleich als erstes mit StringCopy uns Name sichern, also StringCopy Stamp Name, Komma Name. Dann wäre der Name schon mal gespeichert. Dann könnten wir jetzt nochmal mit fscanf %s einfach lesen. Also fscanf, erst die Datei, File und unbedingt die Begrenzung 47s und könnten jetzt mit String Compare prüfen, ob kommen oder gehen auftritt. Einfacher ist folgende Variante, auch wenn sie auf die nächste Teilaufgabe schon ein bisschen vorgreift. Wir können mit fscanf prüfen, also Datei, ob das Wort kommen kommt. Und danach kommt ja die Uhrzeit, kommen %d. Und wir brauchen noch die Uhrzeit, die wir einlesen müssen. Das heißt, ich merke mir noch ein int h, m. So, und der Trick ist jetzt folgender: Wenn das gleich 1 ist, das heißt, wenn hier erfolgreich gelesen wird, dann ist der Status natürlich kommen. Dann können wir stamp Status auf kommen setzen. Im anderen Fall können wir das Ganze noch mit gehen überprüfen. Dann ist der Status gehen. Fehlerbehandlung lassen wir außen vor. Wenn nicht kommen, nicht gehen drin steht, dann würde jetzt natürlich ein ungewisser Status drin stehen. Aber was ich Ihnen zeigen möchte, ist, dass man mit scanf eben die Datei wirklich auf das Auftreten bestimmter Zeichen auch überprüfen kann. So, das heißt, wir haben gehen und kommen ausgewertet. Wir sollen in Teilaufgabe H zuletzt noch die Stunden und Minuten einlesen. Wir haben jetzt schon die Stunden eingelesen. Es ist jetzt auch so bei der Bearbeitung, dass ich das beurteile im Ganzen. Das heißt, wenn Sie etwas in G oder in F schon gelöst haben, was eigentlich erst später drankommt, kriegen Sie natürlich trotzdem die Punkte. Sie müssen letztendlich über die Teilaufgaben komplett diese Funktion richtig implementieren. Stunden und Minuten einlesen, wir haben die Stunden gerade schon eingelesen, das heißt, jetzt kommt als letztes unser fscanf-File. Wir haben danach einen Doppelpunkt %d. Und was jetzt in der Prüfung nicht zählt, aber wenn Sie das tatsächlich ausprobieren wollen mit einer Datei, dann macht es Sinn, dass Sie danach noch den Zeilenumbruch weglesen. Sonst haben Sie den Zeilenumbruch später im Namen. Also unsere Minuten. Wir sollen das noch in Stamp speichern, also Stamp, File, die Stunden und die Minuten sind jetzt gespeichert. In Teilaufgabe I sollen wir die Elemente der Datenstruktur noch vervollständigen und die eingelesenen Daten mit Stamp zurückgeben.
Wir haben jetzt schon den Namen kopiert, deswegen tue ich das jetzt mal auskommentiert nochmal hinschreiben. Das war nämlich eigentlich der Erwartungswert, dass hier natürlich der Name in Stamp gespeichert wird. Das haben wir jetzt schon oben einmal durchgeführt. Wir müssen natürlich den Nachfolger auf Null setzen. Stamp Next ist Null. Ausgenommen, Sie haben mit Calloc allokiert, dann ist er bereits Null. Und den Zeiger müssen wir zurückgeben, Return Stamp. Das heißt, wir haben jetzt alle Elemente der Struktur angelegt. Wir lesen erst den Namen ein, allokieren den Speicher, weil wir die Länge des Namens brauchen. Dann kopieren wir den Namen, dann lesen wir die Stunden ein, lesen die Minuten ein, überprüfen den Status, setzen den Status, speichern Minuten, Stunden in Stamp, setzen den Nachfolger und gehen mit Return Stamp aus der Funktion raus. Ja, und in Teilaufgabe J sollen wir die Prozedur ReadFile ergänzen. Sie liest die Datei FileName vollständig ein und speichert alle Elemente in der Liste. Ich kopiere mir das auch jetzt hier nochmal schnell raus. Sie können in der Prüfung dann direkt da weiterschreiben. Als erstes kommt der Aufruf von fopen. Sie sollen FileName öffnen. Das Ganze ist eine Textdatei, also langt ein kleines R. Damit ist die Datei zum Lesen geöffnet. Es ist keine Fehlerbehandlung erforderlich, das heißt, wir müssen jetzt nicht prüfen, ob die Datei erfolgreich geöffnet wurde. Wir wollen sie komplett einlesen, solange also nicht das Dateiende FIOF von F. Wiederholen wir, wir lesen einfach mit Read Row eine Zeile ein und wir fügen das Ganze natürlich als Element der Liste hinzu, also Add Element Read Row und die Funktion Read Row bekommt die Datei, unser F, und damit wird komplett die Liste eingelesen. Sollte noch am Ende die Datei wieder schließen. Also die Funktion, die die Datei öffnet, sollte natürlich auch die Datei wieder schließen, damit die Ressourcen freigegeben werden. So, und auf die Weise haben wir jetzt die Log-Datei vollständig eingelesen. Wir lesen Zeile für Zeile. ReadRow liest eine Zeile, erzeugt ein Element. AddElement fügt das Element der Liste ein und die Liste repräsentiert die Datei dann komplett im Speicher. So, das war's zur Klausur. Sie finden im Anhang eben noch die Funktionsübersicht. Das ist das letzte Blatt. Das können Sie während der Prüfung auch raustrennen oder generell die Prüfung auftrennen, wenn Sie somit leichter arbeiten. Ja, Fragen zur Prüfung oder zur Vorbereitung gerne noch im Forum. Ansonsten wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg bei der Vorbereitung und natürlich dann viel Erfolg in der Prüfung. Vielen Dank.